Unternehmen, die laufend ihre Gewinne steigen, ihre Margen ausbauen können und sich gegen fast jeden Angriff von der Konkurrenz behaupten können. Genau das sind doch Unternehmen, die wir tendenziell in unserem Portfolio haben möchten. Worauf will ich hinaus? Ich will hinaus auf Unternehmen mit einem sehr tiefen Burggraben. Der Begriff ist vielleicht einigen von euch schon geläufig. Es bedeutet nichts anderes als ein Unternehmen, das wirklich sehr resistent ist, sich am Markt sehr gut behaupten kann. Man kann sich das vorstellen, früher eine Burg wurde angegriffen, ohne einen Burggraben davor, war man ein leichtes Ziel, konnte sehr schnell eingenommen werden. Mit einem tiefen Burggraben wurde es aber für den Angreifer natürlich sehr schwierig, diesen zuerst mal zu durchqueren, eine Brücke darüber zu bauen oder was auch immer. Und deshalb hat man sich vielleicht schon von Anfang an überhaupt überlegt, als Angreifer, will ich diese Burg überhaupt angreifen oder sind meine Verluste da viel zu groß, suche ich mir lieber ein anderes Ziel. Und genauso kann man sich das vorstellen bei einem Unternehmen. Also man kann sich überlegen, möchte ich lieber in ein Unternehmen investieren, wo es sehr schwierig wird, dessen Marktposition anzugreifen, oder lieber in ein Unternehmen, das relativ schnell ersetzbar ist. Ich denke mal, es liegt auf der Hand, der erste Plan ist wahrscheinlich der sinnvollere. Und genau darum geht es in diesem Video. Ich will euch mal ein paar Unternehmen vorstellen, die einen solchen Burggraben haben, was das bedeutet für dich als Anleger. Wenn dich das Ganze interessiert, bleib doch einfach dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren. Ich werde immer wieder gefragt, in welche Unternehmen investiere ich denn tendenziell? Habe ich hier ein Raster, ein Modell, wo ich sagen kann, ja, das ist ein gutes Unternehmen, das ist ein schlechtes Unternehmen. Und natürlich habe ich meinen ganz klaren Prozess, den ich auch bei meinen Trainings im Coaching durchgehe, den man erlernen kann. Nichtsdestotrotz gibt es auch Themen, die vielleicht nicht so glasklar aus einer Bilanz zu lesen sind oder in der Erfolgsrechnung, sondern die einfach mit etwas gesundem Menschenverstand, etwas Recherche sehr gut herauszufinden sind. Eben das ist das Thema Burggräben, wie eingangs erwähnt. Und das ist wirklich etwas, ich investiere nicht nur in Unternehmen, die einen großen, tiefen Burggraben haben, aber wenn ich das sehe und ich habe die Wahl zwischen einem Unternehmen A und B und der Burggraben bei Unternehmen ist A ist zum Beispiel tiefer oder für mich klarer verständlich, dann werde ich tendenziell dieses Unternehmen wählen. Weil es wirklich gerade heutzutage umso wichtiger wird, dass man, wenn man sich mal aufgestellt hat am Markt, sich etabliert hat, dass man hier möglichst lange dabei bleibt und weiter wachsen kann und nicht immer die Gefahr läuft, dass man hier große Anteile gegenüber der Konkurrenz verliert. Das ist natürlich immer etwas ganz, ganz Tolles und auch ein ziemlich guter Garant dafür, dass der Aktienkurs langfristig sich sehr gut entwickelt. Also genug gelabert über dieses Thema, schauen wir uns konkret mal ein paar Unternehmen an, die meines Empfindens nach in diese Kategorie passen. Natürlich gibt es noch ganz viele weitere, also es gibt unendlich viele gute Unternehmen, aber ich habe mal ein paar rausgepickt, die vielleicht auch den meisten von euch geläufig sind, damit man sich was darunter vorstellen kann. Also, hier schauen wir uns mal das erste Unternehmen an, ASML. Ein Unternehmen aus den Niederlanden, sehr wichtig für wahrscheinlich die ganze Weltwirtschaft. Ist kein Unternehmen, das man jetzt vielleicht als Endkonsument kennt, aber wenn man sich in der Branche etwas auskennt, ist es ein sehr wichtiger Player. Ganz kurz gesagt, es ist ein Unternehmen, das beliefert die großen Chip-Hersteller weltweit mit Maschinen für die Produktion von Chips und hat hier einzigartige Maschinen entwickelt, die mehr oder weniger konkurrenzlos sind am Markt. Und deshalb ist man hier hat eine sehr gute Marktstellung, kann seine Margen auch immer wieder ausbauen und sich sehr gut behaupten. Und egal welches Chip-Unternehmen hier das Rennen macht am globalen Markt, sie benutzen alle schlussendlich die Maschinen von ASML und das wird zumindest auch für die nächsten Jahre so bleiben. Das gefällt mir ganz gut. Klassischer, sehr tiefer Burggraben. Heißt nicht, dass das jetzt für alle Zeit der Welt so bleiben wird, komplett unantastbar, aber in absehbarer Zeit ist es definitiv der Fall. Anderes Unternehmen, Microsoft, natürlich ein riesengroßer Gigant, jeder von euch kennt es, aber halt auch wirklich ein sehr starkes Unternehmen mit einem unglaublich tiefen Burggraben. Jeder hat die Software von Office oder die meisten haben die irgendwo auf dem Computer installiert oder im Geschäft und das ist einfach ein klassischer Netzwerkeffekt. Also wenn ich jetzt mit Word arbeite, mit Excel, was auch immer, ich komme gar nicht mehr weg davon.
Wenn ich mich einmal daran gewöhnt habe, ich werde hier tendenziell sehr lange treu bleiben. Ich will die Dokumente austauschen mit meinen Geschäftspartnern, wenn ich hier immer eine Sonderlösung haben will. Vielleicht eine Software, die besser wäre, aber es nützt mir ja nichts, wenn ich die nur alleine nutze. Deshalb greife ich immer wieder darauf zurück. Und deshalb kann Microsoft quasi auch im Jahrestakt die Preise immer etwas anheben, tendenziell immer etwas mehr als die Inflation und somit auch seine Gewinne steigern. Und darum hinaus natürlich auch noch ein Ökosystem aufbauen mit zusätzlichen Software, Hardware etc. Und ist deshalb eigentlich auch sehr gut gerüstet für die Zukunft. Anderes Unternehmen, auch im Softwarebereich, Salesforce, kann man jetzt genauso gut SAP nennen, die deutsche Konkurrenz dazu. Auch das Unternehmen, wenn du als sind sogenannte Business Software und also ganze Unternehmen, Konzerne greifen auf die Software zurück dieser Unternehmen, weil diese halt wirklich alle Prozesse abbilden können. Und wenn man das mal so gemacht hat, implementiert hat in seinem Unternehmen, wird man nicht von heute auf morgen wechseln, weil das sind Millionen, zwei, vielleicht sogar dreistellige Millionenbeträge, die das Ganze für einen großen Konzern bedeutet, wenn man das umstellt. Und deshalb wird man tendenziell sehr lange treu bleiben und hat deshalb eigentlich auch jeder Kunde, den man gewinnt, wird man mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte behalten können. Und deshalb sind die Gewinne dann auch so gut in die Zukunft prognostizierbar oder projizierbar, weil halt einfach die Fluktuation von Kunden sehr, sehr gering ist. Auch das meines Erachtens ein sehr, sehr tiefer Burggraben. Anderes Unternehmen aus einer ganz anderen Branche, Rollins. Rollins ist ein Unternehmen im Bereich Schädlingsbekämpfung in den USA. Und da würde man jetzt sagen, hä, was hat das mit Burggraben zu tun? Es gibt doch tausende Schädlingsbekämpfungsunternehmen. Aber da ist auch ein Vorteil, den sich Rollins am Markt erschaffen hat. Und zwar hat man hier einfach im ganzen Land mehr oder weniger einfach ein sehr stabiles Netzwerk aufgebaut und kann hier einfach Netzwerkeffekte spielen lassen. Also man hat einfach Synergieeffekte, die man nutzen kann, Einsparungen bei Personalkosten, bei Produktkosten. Man hat ein Service-Netzwerk, das sehr schnell aufrufbar ist. Auch für größere Unternehmen, die vielleicht überall im ganzen Land verstreut sind, haben sie einen Ansprechpartner, müssen nicht regional irgendwie kleine Dienstleister immer aufbieten. Und das sind also Themen, auch da wieder, wenn man mal hier einen Anbieter hat, dann bleibt man tendenziell bei dem. Wenn der einigermaßen vom Preis her und von der Leistung auch liefert, was man verspricht, bleibt man tendenziell dabei. Und ist einfach ein Thema, das relativ krisenresistent ist. Also Termiten oder andere Schädlinge interessiert es relativ wenig, ob die Wirtschaft gerade gut oder schlecht läuft. Die sind immer da, die muss man immer bekämpfen. Und deshalb ist es auch ein ganz schönes krisenresistentes Modell mit einem relativ tiefen Burggraben. Gefällt mir auch ganz gut. Ich könnte jetzt auch Apple nennen, da gehen wir wieder in den Bereich von Microsoft rein, will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Mastercard, Visa, auch das sind hohe, tiefe Burggräben, die man sich geschaffen hat, einfach aufgrund der schieren Präsenz weltweit, Zahlungsdienstleister, die sind quasi gar nicht mehr wegzudenken. Seit Jahren, Jahrzehnten sehr erfolgreich, wachsen ständig weiter. Eigentlich ganz, ganz schöne Geschäftsmodelle, die man sich hier aufgebaut hat und einfach auch nicht mehr so schnell wegzuschieben sind vom Markt. Dann haben wir natürlich Amazon, ganz klar auch ein Unternehmen mit einem sehr tiefen Burggraben. Du kriegst quasi fast alles im Online-Shop von Amazon, was du haben willst, sehr schnell. Hast eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze dann auch wirklich lieferbar ist. Mittlerweile auch Netzwerkeffekt, das man sich geschaffen hat, dass man sagt, hey, okay, wenn du Kunde bei uns bist, kriegst du quasi gleichzeitig noch dazu, in welche Filme, wir produzieren eigene Filme und Serien für das Ökosystem unserer Kunden. Und so baut man sich immer wieder neue Dinge dazu, wo du als Kunde immer mehr gebunden bist und immer mehr quasi in das Ökosystem Amazon hineinkommst und dann eigentlich fast gar nicht mehr rauskommst daraus, weil die Vorteile für dich einfach zu groß sind und der Wechsel zur Konkurrenz eigentlich fast gar keinen Sinn mehr macht. Deshalb auch da sehr schöner Burggraben. Anderes Beispiel, Bookings Holdings, ein Unternehmen, das Hotels, Flüge etc. auf einer Online-Plattform vereint. Und da kann man auch sagen, ja, okay, ich finde die Hotels auch bei Google, wenn ich suche. Aber die Menschen sind bequem. Ich mit eingeschlossen. Wenn ich irgendwo verreise, sei das jetzt für ein Wochenende, sei das für einen Urlaub oder sei das businesstechnisch, dann will ich eine Plattform haben, wo ich weiß, hey, das hat in der Vergangenheit gut funktioniert und ich habe hier eine große Auswahl an Hotels, kann das Ganze auch kurzfristig noch stornieren, dann bleibe ich tendenziell bei dieser Plattform, bin auch bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen vielleicht. Und genauso funktioniert das. Also ein Netzwerkeffekt, du hast alle Hotels oder viele Hotels hier, egal wo du hingehst weltweit, sind hier abgebildet.
alles, der Bezahlprozess funktioniert. Du kannst gleichzeitig noch ein Mietauto dazu nehmen, was auch immer. Also auch hier ein schöner Netzwerkeffekt. Wenn du jetzt als neuer Konkurrent hier so eine Plattform aufbauen willst, ist das natürlich schon möglich. Das ist keine Rocket Science im Prinzip. Aber bau das mal auf, roll das mal international auf, überzeuge die Hotels, auf die Plattform zu kommen. Finde genug Kunden, die das dann auch nutzen. Also wenn man sich mal so eine Plattform aufgebaut hat, dann hat man hier einen riesen Vorteil und es wird sehr schwierig für Konkurrenten, das Ganze anzugreifen. Gefällt mir ganz gut. Das gleiche auch CTS Event Team aus Deutschland. Ein Unternehmen mit verschiedenen Bereichen. Bekanntester Bereich ist vielleicht das Thema Ticketing, wo man einfach Tickets für diverse Anlässe, Veranstaltungen buchen kann. Und da das Gleiche. Ich habe eine Plattform, ich kann das da kaufen, das funktioniert. Ich sehe gerade, was sind noch für andere Veranstaltungen. Und habe hier einfach ein Vertrauen in die Plattform, dass das Ganze auch sauber abläuft. Wenn irgendwo Probleme entstehen, kann ich das Ganze rückabwickeln. Und auch für Künstler sehr spannend, sich auf der Plattform zu positionieren, weil sie wissen, da sind Millionen Leute drauf. Das heißt, ich habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr Tickets verkaufe, anstatt wenn ich das auf eigene Faust mache. Also auch da ein schöner Netzwerkeffekt. Und schlussendlich auch ein Burggraben, wo man sagen muss, hey, kann ich das, wenn ich jetzt sagen will, ich will ein Unternehmen gründen, will ich jetzt ein Konkurrenzunternehmen zu CTS Event Team aufbauen? Nee, das wäre mir wahrscheinlich viel zu kapitalintensiv. Ich suche mir lieber eine andere Nische, wo ich keine so großen Player habe, die wir das Ganze die ganze Suppe versalzen können. Waste Management kennen auch viele von euch, Unternehmen im Bereich Abfallentsorgung, Recycling. Riesengroßer Burggraben, man hat sich auch in den USA überall Deponien aufgebaut und sich an sehr guten strategischen Orten positioniert. Und ich glaube, es wird sehr schwierig, jetzt als neuer Player zu kommen und sagen, okay, ich baue jetzt direkt daneben eine neue Deponie. Und das quasi landesweit, das wäre erstens mal eine Rieseninvestition, wo man sich fragen muss, will man das heute noch stemmen? Und wahrscheinlich auch politisch sehr schwierig umsetzbar, hier eine neue Deponie irgendwo zu errichten. Da wirst du dich nicht gerade allzu beliebt machen. Also auch das, ein großer Burggraben, wenn man sich mal hier positioniert und platziert hat, sehr schwierig wegzubekommen. Also ihr seht schon, wohin es läuft. Es gibt natürlich viele andere Unternehmen, vielleicht noch zum Abschluss McDonald's. Und da geht es mir gar nicht darum, ob jetzt die Burger gut sind oder nicht, ob die ersetzbar sind oder nicht. Im Prinzip sind sie das nämlich komplett. Es gibt sehr viel, meiner Meinung nach, sehr viel bessere Burger und Restaurants weltweit. Aber McDonald's hat einen Vorteil. Sie sind Eigentümer von sehr vielen Immobilien an den besten Lagen auf der ganzen Welt. Und das ist meiner Meinung nach der große Burggraben, den McDonald's hat. Nicht die Qualität der Burger, nicht die Digitalisierungsprozesse, das ist alles schön und gut, aber diese Immobilien, diese Standorte und egal wie sich das Nutzerverhalten in Zukunft ändert, vielleicht in 20 Jahren isst niemand mehr Fleisch, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber da kann man sich anpassen. Das traue ich McDonald's zu, dass sie das hinbekommen. Aber wenn ich jetzt nur eingemietet bin und mich immer an den besten Standorten den höheren Mieten aussetzen muss, dann ist es fragwürdig, ob ich das nochmal schaffe als neuer Anbieter. Riesenvorteil, riesen Burggraben und darauf lässt sich natürlich dann auch ein sehr profitables Geschäftsmodell aufbauen. Also ich gehe jetzt gar nicht groß weiter ein auf die Kennzahlen dieser Unternehmen, das könnt ihr euch selbst mal anschauen oder mal auf meinen YouTube-Kanal suchen, viele dieser Unternehmen habe ich bereits analysiert und das sind kleine Teaser, das sind tendenziell auch Unternehmen, die wirklich sehr gut funktionieren, die sehr schön ihre Gewinne ausbauen können und wo man auch über langfristige Sicht tendenziell eine deutlich bessere Performance erzielt als Anleger, als wenn man sich in einen breiten Markt einkauft und investiert. Natürlich muss man auch schauen, dass man nicht zu jedem Zeitpunkt hier einsteigt. Also Timing ist beim Thema Einzelaktien sehr entscheidend, dass man hier auch kauft, wenn die Aktie attraktiv bewertet ist und nicht komplett überbewertet. Da gibt es jetzt einige Unternehmen, die sind dabei, die sind relativ attraktiv bewertet und da gibt es einige, die sind vielleicht momentan doch etwas zu teuer, wo man jetzt eher dann die Finger lassen soll und auf eine nächste Korrektur warten soll. Aber grundsätzlich, wenn man einen langen Zeithorizont hat und zu einem relativ guten Zeitpunkt reinkommt, hat man hier sehr gute Chancen, bei solchen Unternehmen auch eine Überrendite zu erzielen in seinem Portfolio. Also, wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir bitte ein Like da. Abonniere doch diesen Kanal, es kommen wieder neue Videos. Einzelaktienanalysen, allgemeine Themen, einfach zum Thema Investieren, Börse, Trading, alles, was dein Investorenherz begehrt, findest du auf meinem Kanal. Würde mich sehr freuen, dich als Abonnent hier zu gewinnen. Schreib mir doch auch in die Kommentare rein, was du dir vielleicht mal für ein Video von mir wünschst. Ich bin bereit, auch mal neue Formate auszuprobieren auf diesem Kanal.
Und wenn du einfach wissen willst, wie du dastehst an der Börse, ob du bereits eine sinnvolle Strategie hast oder was es da vielleicht noch für Möglichkeiten gäbe, dann biete ich dir Folgendes an. Schau vorbei auf meiner Website www.matthiaschristen.com, melde dich an für ein kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch mit mir persönlich. Dann sprechen wir darüber, wie ich vorgehe an der Börse, was ich für eine langfristige Strategie habe, vielleicht auch eine kurzfristige Strategie, wie ich das kombiniere und wie du auch davon profitieren kannst. Und würde mich sehr freuen, dich kennenzulernen. Melde dich, kannst nur profitieren. Und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Dein Matthias Christen.